Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Ja, heute gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar habe ich für euch die bestmöglichen Spieler auf jeder Position rausgesucht. Einmal im kleinen Budget, also für einen niedrigen Preis. Und einmal für die Leute, die ein bisschen mehr Coins zur Verfügung haben. Das letzte Video, was ich davon gemacht habe, habt ihr sehr gefeiert, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder so ein geiles Feedback da lässt. Jetzt vorm Toti zeige ich euch, was die besten Spieler sind, zum billigen Preis, aber auch zu teureren Preise, was die aktuelle Meta ist, mit welchen Spielern ihr nichts falsch machen könnt. Ja, ich würde sagen, Liebe dalassen auf dem Video und dann gehen wir direkt rein. So, Freunde, wir fangen mit dem kleinen Budget an. Das heißt, auf jeder Position haben wir einen Spieler, der maximal 100k kostet, um die 100k. Also ein Preis, den sich mittlerweile jeder eigentlich leisten kann. Wirklich relativ billige Spieler. Und ja, wir fangen im Tor an, da haben wir, ja, Torwart ist immer so eine Sache, braucht ihr auch nicht zu ernst nehmen, Milinkovic, Savic haben wir jetzt hier zum Beispiel, ist ein 88er Rating für einen sehr billigen Preis, aber da gibt es beliebig viele, die gut sind, beziehungsweise auch eigentlich schlecht sind, Torwart ist eine eigene Sache. So, Freunde, und als etwas teurere Version, für die, die ein bisschen mehr Coins zur Verfügung haben, haben wir Peter Schmeichel Prime Icon, habe ich von vielen gehört, auch E-Sportlern, dass er stark sein soll, man könnte hier aber auch Tschech reinhauen. Die Icons sind sowieso eher die besseren Torhüter, meiner Meinung nach, auch Van der Sar, als jetzt die normalen Karten oder Special-Karten. Aber ja, wie gesagt, Torwart ist immer eine Sache für sich, also das in dem Fall nicht zu ernst nehmen. So, Freunde, kommen wir zum Rechtsverteidiger. Da haben wir in kleinem Budget, also bis zu 100k, hier Vasquez, für die, die nicht so viele Münzen haben, von einem neuen Event, Centurions, was weiß ich, Bullet Gang, diese Karte, Freunde. Also, er hat das Tempo, das wissen wir, er hat auch das Dribbling, das wissen wir auch schon, aber er hat jetzt bei dieser Karte auch die Defensiv-Stats, die halt überragend sind für den Rechtsverteidiger. Deswegen hier für ein kleines Budget, für einen kleinen Preis, ein überragender Rechtsverteidiger. So, und wenn ihr ein bisschen mehr Coins zur Verfügung habt, dann seht ihr hier Kyle Walker, Weg zum Ruhm, FIFA World Cup Karte, Wahnsinnskarte. Ich will dazu gar nichts sagen, weil jeder, der Walker kennt in den vergangenen Jahren, auch weiß, wie krass OP der ist. Ich spiele selber seine Goldkarte auf dem RTG-Account noch und allein die ist schon krass. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass die 89er Karte mit diesem Tempo, Physis und Verteidigungssets absolut Meta ist, zumal er auch echt ein gutes Dribbling und Passspiel hat, also auch offensiv ist er zu gebrauchen. So, Freunde, kommen wir nun zur Innenverteidigung und wenn ihr nicht so viele Münzen habt, dann sind das auf jeden Fall mit die besten Innenverteidiger, die es überhaupt gibt. Die Rede ist von Gold Van Dijk, der einfach immer noch krass ist und echt gesunken ist vom Preis unter 100.000. Ich habe den auf meinem RTG, glaube ich, 300 Spiele oder so gespielt und er ist halt einfach ein Monster. Ihr müsst bei dem auf jeden Fall Shadow draufpacken, damit sein Antritt nochmal geboostet wird, aber ansonsten wird er dir hinten alles abräumen. Daneben haben wir eine Karte, die ein bisschen anders als Van Dijk übers Tempo kommt. Wahnsinnig krasses Tempo, Klostermann hier am Start. Zusätzlich aber auch echt noch ordentliche Verteidigungs- und Physis-Stats. Er ist auch groß in-game, er ist sogar auch für einen Innenverteidiger beweglich und erfüllt dementsprechend auch wirklich die Meta, ist als Innenverteidiger ein absolutes Biest für diesen Preis. So, Freunde, und für die Leute, die ein bisschen mehr Coins zur Verfügung haben, hier die teurere Variante für die besten Innenverteidiger, die es aktuell so gibt. Da haben wir hier Tomori, der hat sich gerade um den Platz gestritten mit zum Beispiel Varane, der neuen Special-Karte, oder auch Maldini, die natürlich auch krass sind. Aber ich habe jetzt hier bewusst Tomori genommen, weil ich ihn selber habe, weil ich selber auch in der Weekend League mit ihm gespielt habe, mittlerweile jetzt schon 50 Spiele gemacht und der Typ ist halt einfach ein Biest. Er ist halt einfach krass schnell, er ist krass beweglich als Innenverteidiger für die Größe und er hat wirklich, anders als Klostermann, auch noch richtig, richtig gute Verteidigungssets mit zum Beispiel 91 faire Zweikämpfe oder 88 Stärke. Der Typ macht ingame einfach nur Spaß. Daneben haben wir eine Karte, die von Anfang bis jetzt weiterhin die beste Innenverteidigerkarte ist, vor allem die World Cup Hero Karte. Hier haben wir jetzt die Base Hero Karte von Lucio. Der ist einfach irgendwie der perfekte Innenverteidiger. Also selbst die Pros spielen in der Innenverteidigung mit Lucio und das nicht zu Unrecht. Also wenn ihr die Münzen habt, der Mann lohnt sich auf jeden Fall. So, kommen wir nun zur Linksverteidigerposition. Da haben wir auch einen aus dem neuen Event und zwar Jordi Alba von Centurions. Auch echt billige Karte, kann sich jeder von euch leisten und ich finde, er ist der perfekte Linksverteidiger, weil er ist schnell, er ist brutal beweglich, er hat ein brutal gutes Passspiel und seine Verteidigung und Physis-Sets sind absolut solide für Alba-Verhältnisse, wirklich sehr, sehr stark sogar. Dementsprechend hier für den Preis perfekter und eigentlich sogar der beste Linksverteidiger. Ja, Freunde, und wenn ihr ein bisschen mehr Coins zur Verfügung habt und ja, darauf bedacht seid, hinten den Laden dicht zu machen, dann holt euch auf jeden Fall Cap de Villa, World Cup Hero Karte, Tempo,
Verteidigung und Physis ist einfach krass als Linksverteidiger. Absolutes Biest, vor allem, ihr seht es, ich habe ihn mit Shadow, dann hat er 99 Antritt und sein Abfangwert geht zum Beispiel auch auf 96 hoch. Also das ist dann wirklich defensiv ein Monster und offensiv passen die Stats auf jeden Fall. Um offensiv auch sich am Spiel zu beteiligen, ist jetzt natürlich nicht der perfekte Dribbler, aber ehrlicherweise ist er Teil der Viererkette und der muss erstmal dafür sorgen, dass hinten nichts anbrennt und wenn der bei euch links hinten spielt, dann wird auch nichts anbrennen. So Freunde, kommen wir nun zum Zentrum und da haben wir ja für wenig Coins mit das beste Zentrum überhaupt, weil wir jetzt zum einen Fofana haben, das ist eine Innenverteidigerkarte, kann aber auch im Zentrum spielen tatsächlich, also als ZDM. Brutaler Sechser, für dieses Geld brutaler Sechser, weil er kann nicht nur abräumen, sondern er ist auch im Dribbling echt stark. Hat auch gute Passwerte, 4 Sterne, 4 Sterne. Aber ja, in erster Linie soll der natürlich abräumen und das macht er auf jeden Fall mit seinen 91 Physis, 88 faire Zweikämpfe oder 87 Abfangen. Daneben haben wir ja so ein bisschen das Gegenteil, Zentrumspieler Modric. Brutal beweglicher Spieler, brutal krasses Pressing. Aber was halt dieses Jahr bei Modric geil ist, wenn ihr Shadow auf den drauf habt, dann kann der halt wirklich easy im Zentrum spielen, weil er hat dann gute Tempo-Stats und vor allem richtig gute Verteidigungs-Stats. Also sein Abfangen-Set geht, glaube ich, auf 89 oder so hoch. Und im Vergleich zu den Teilen zuvor kann man halt Modric dann absolut dort auch zocken. Ist halt dann der spielerische Sechser und für den Preis absolut Meta. So, und wenn ihr ein bisschen mehr Geld zur Verfügung habt, dann holt euch zum einen auf jeden Fall Yaya Touré, Freunde. Der Typ ist der bessere Vieira. World Cup Hero Card ist natürlich nochmal krasser, aber dementsprechend auch viel, viel teurer. Aber auch die normale Hero-Karte reicht. Denn der wird dafür sorgen, selbst wenn die Stats es gar nicht so zeigen, meiner Meinung nach, Antritt 76, Abfang 78, Beweglichkeit 76, aber dieser Typ hat in-game einfach ein Cheat aktiviert, dass er jeden Ball abfängt und jeden Zweikampf gewinnt. Ähnlich wie Vieira, ihr kennt es aus den Teilen zuvor, probiert einfach Touré selber mal aus, spielen nicht umsonst auch die meisten Pros. Daneben haben wir eine Karte, Freunde, die ich tatsächlich gar nicht so häufig sehe, obwohl ich sie so krass ist. Ich rede hier von niemand geringeren als Valverde, Road to the Knockouts, Champions League Karte mit 91 Tempo, 84 Verteidigung, 85 Physis, 84 Dribbling, 85 Passen. Er kann eigentlich alles, außer halt eben perfekt schießen. Dementsprechend ist er auch super geeignet fürs Zentrum. Allein durch die Stats 93 kurzer Pass, 91 langer Pass, aber auch 88 Ballkontrolle, 87 Ruhe, 87 Abfangen, 91 Ausdauer. Einfach Wahnsinn. Kann man aber auch auf anderen Positionen zocken. Aber wenn ihr das Geld habt, macht ihr mit dem auf jeden Fall nichts falsch. So, Freunde, kommen wir nun zu den besten Außenspielern in der billigen Variante. Wir fangen zum einen an mit Irving Lozano, Freunde. Der kostet wirklich kaum etwas und hat halt brutal krasse Stats als Außenspieler. Vor allem für die aktuelle Meta. Ihr wisst es, explosive, beweglich, Tempo, schnell sein. 96 Antritt, 97 Sprinttempo, 96 Beweglichkeit. Optimal erfüllt als Außenspieler. Wenn ihr dem noch einen Schussboost gibt, dann geht sein Abschluss auch auf über 90 und ist halt dann brutaler, brutaler Außenspieler für diesen billigen Preis. Gegenüber haben wir Neymar, Freunde, der mittlerweile nur noch 100.000 Münzen circa kostet, 110, sowas um den Dreh, wenn ich das Video gerade aufnehme. Ja, und der ist halt natürlich auch Meta, ne? Also, er ist halt der perfekte Spieler auch, um ihn den Chemistry-Style Hunter zu geben. Mit dem ist er dann perfekt gewappnet für alles, was da noch kommt. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe viel mit dem auch gespielt. Den feiern dieses Jahr irgendwie nicht so viele, aber er ist halt immer noch Neymar. Er hat sein eigenes Dribbling, er hat seine eigene Art zu spielen und ich finde sie einfach krass. Deswegen hier für den billigen Preis Neymar mit, wenn nicht sogar die beste Karte für den Flügel, aber auch für die 10er-Position. So, Freunde, kommen wir dann zu den besten Außenspielern bzw. Angreifern. Ja, für ein bisschen höheres Budget. Wir fangen an mit World Cup Hero Karte Said Al-Owairan. Ihr merkt es schon, ein paar Spieler sind auch identisch zu dem Video zuvor. Ich versuche aber jetzt mit euch extra ein Video nochmal vor dem Toti zu machen, um euch zu zeigen, vor dem Toti, was die besten Karten sind, denn nach dem Toti wird sich das ein bisschen ändern. Aber wir haben hier World Cup Hero Karte Al-Owairan. Der Typ ist zu krass. Also der ist die Definition der aktuellen Meta in der Offensive. Deswegen spielen den Mann auch brutal viele E-Sportler in den Qualifiern erst letztens gesehen. Allein wegen 99 Tempo, das reicht schon. Der Abschluss ist auch krass, auch die Beweglichkeit und das Dribbling ist krass. 4 Sterne ist absolut ausreichend. Linksfuß ist halt mega, deswegen jetzt hier der Kollege. Gegenüber haben wir eine Karte, Freunde, die
einfach immer noch viel zu gut ist. Wahnsinn. Goldkarte Kylian Mbappé. Die E-Sportler spielen natürlich die Special-Versionen von ihm. Ich spiele aber immer noch die Goldkarte und ich bin immer noch so krass zufrieden mit ihm. Allein einfach nur wegen seinem Tempo, aber auch seine Beweglichkeit, aber auch sein Dribbling, aber auch sein Abschluss. Alles perfekt. Der perfekte Offensivspieler mit der aktuellen Meta. Mbappé, wenn ihr die Münzen habt, müsst ihr holen. So, Freunde, kommen wir nun zu den Offensivspielern. Die mitbesten Offensivspieler, vor allem kreative Karten, Special-Karten, billige Karten, auch mal andere Ligen, andere Nationen. Wir fangen an mit Gakpo. 4 Sterne, 4 Sterne, 1,89 groß, also relativ groß. Das heißt, er ist auch mit einem sehr guten Durchsetzungsvermögen ausgestattet, hat aber ein brutales Tempo, einen brutal guten Abschluss, richtig, richtig gute Dribbling-Stats und aber auch Ausdauer und Physis. Überragender Stürmer zu einem wirklich ganz, ganz billigen Preis. Ich glaube, der kostet nicht mal 50.000 Münzen. Mit dem Mann macht ihr überhaupt gar nichts falsch. Daneben haben wir Ante Rebic, der jetzt neu dazu kam. 4 Sterne, 4 Sterne. Brutales Tempo-Upgrade hat der Kollege bekommen. Bei dem muss man so ein bisschen Beweglichkeit balance pushen, aber ansonsten ist die Karte wirklich sehr, sehr krass. Man könnte auch 4, 5 andere Stürmerkarten jetzt halt hier zeigen und nennen mit ähnlichen Stats. Da gibt es wirklich eine große Auswahl bei Spielern unter 100.000 Münzen. Ich habe mich jetzt hier für eine neue Karte entschieden, die rauskam. Rebic, meiner Meinung nach, brutale Karte. Probiert es gerne mal aus. Ist halt auch brutal billig, also könnt ihr nichts falsch machen. So, Freunde, und dann kommen wir nun zu den besten Stürmerkarten, wenn ihr ein bisschen Coins zur Verfügung habt, bis zu 1 Million. Wir fangen mal an mit Joao Felix, Winter Wildcard Karte. Freunde, der Typ hat natürlich 5 Sterne Skill, das kennen wir von ihm. Aber er hat halt auf der Karte auch wirklich einfach geile Stats. Er lässt sich auch richtig krass spielen. 90 Tempo, 91 Antritt, 92 Beweglichkeit, 93 Dribbling. Gib ihm einen Boost auf den Abschluss und dann habt ihr einen perfekten Stürmer, der die Meta halt brutal erfüllt mit Tempo, 5 Sterne Skill und einem super Dribbling. Daneben haben wir eine Karte World Cup Stars, die auch relativ neu dazu kam. Rafael Leao, 5 Sterne Skill hat der Kollege. War am Anfang brutal teuer, ist dann ein bisschen gesunken, weil das Feedback nicht so krass auf ihm war. Aber für den Preis, wenn ihr die Münzen habt, macht ihr mit dieser Karte nichts falsch. 96 Tempo, 88 Abschluss. Beweglichkeit ist für seine Größe ordentlich, sehr ordentlich. 94 Dribbling, 90 Stärke, also der tankt sich auch durch mit seinem Tempo. Wenn ihr mit dem Übersteiger macht und ins Rollen kommt, dann kann euch eigentlich keiner mehr aufhalten. Für die Leute, die ein bisschen mehr Coins zur Verfügung haben, Rafael Leao als Stürmer, absolut empfehlenswert. Ja, Freunde, ich habe versucht, euch kreative Karten zu zeigen, Metakarten zu zeigen, zu kleinem Budget und zu höherem Budget. Es ist natürlich alles nicht die goldene Regel, aber ich versuche euch etwas an die Hand zu geben, weil viele von euch immer fragen, ja, was soll ich machen? Ich habe so viele Münzen, wen soll ich holen? Dieses Video ist perfekt dafür, schaut es euch an. Schreibt auch gerne ein Feedback in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut's rein, euer Fabio. Ciao, ciao. Backlash written on me, car dropping on a glass bowl. I've been balling, free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.